Probleme mit der Kraftberechnung müssen eigentlich gar nicht sein. Man muss sich aber vorher irgendwie klar werden, dass Kraft Masse mal Beschleunigung ist. Das heißt also, wenn einer hier versucht, so einen kleinen Laster anzuschieben, ja, dann muss er ganz schön viel Kraft aufwenden. Nehmen wir mal an, er könnte 400 Newton aufwenden. Und der Kleinlaster ist leer, der wiegt gerade 2000 Kilogramm, 2 Tonnen also. Dann würde er mit dieser Kraft nur erreichen, den Kleinlaster auf 0,2 Meter pro Quadratsekunde zu beschleunigen. Mehr schafft er nicht. Oder er würde ein kleines Auto anschieben, was nur die Hälfte der Masse hat. Dann würde er es viel mehr beschleunigen. Er würde es also schneller vorwärts bekommen, bei gleicher Kraft. Der Trick bei der Berechnung ist eigentlich nur folgender: Wenn ich schreibe F ist m mal a, setze dann die Größen ein, dann guckt mal, dann macht man das normalerweise so: für m die 1000 Kilogramm und dann für a die 0,4 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt sieht man das aber nicht, dass das Newton sein sollen. Aber wie sieht man es? Ganz einfach: Ich habe die 1000 und die 0,4 hier hingeschrieben. Ich habe also geordnet die Zahlen nach vorne. Die rechne ich dann separat aus. In diesem Fall geht es im Kopf, sonst mit dem Taschenrechner. Und dieses Kilogramm, dieses Meter, das steht jetzt hier und die Quadratsekunde drunter. Und wenn ich mir angucke, dass ein Newton ein Kilogramm pro und Meter pro Quadratsekunde bedeutet, das nimmt man aus Formelsammlungen, ja, dann ist es einfach. Dann kann ich das sofort zum Newton umschreiben. Das ist der Trick eigentlich überhaupt mit den Einheiten. Wie man das macht und so weiter, werde ich noch in den Links, die ich dann noch hier erscheinen lasse, noch drauf eingehen. Also gar nicht so schlimm. Aber nochmal zusammengefasst: Masse mal Beschleunigung. Wenn ich weniger Masse habe, kann ich mehr beschleunigen. Oder umgekehrt, ich kann nur wenig beschleunigen, wenn ich ganz viel Masse habe. Und das bedeutet Kraft. Na gut, ich hoffe, es war verständlich rübergebracht.